Noch 8, ach so, alles klar, dann mach ich noch einen. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Do it. Wobei auf der Konsole läuft es ja auch richtig gut, ne? Ja, ich hab's auf 120 gekappt. Ja, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ach, Junge. Oh, ich muss fahren. Zu spät. Nee, der Unterschied ist echt nicht groß. Ich meine, ich habe es ja sogar auf der Switch gespielt, ja, immer wenn ich so unterwegs war. Und auch da geht's eigentlich, da spielst du halt mit 30 FPS, das ist so das Weirde. Aber geht halt trotzdem so. I don't care, I love it. Oh, ich muss kurz mal wieder was ändern hier. Immer too much. Machen wir gleich. Ach Gott. Ja, entweder Ende des Jahres oder zu Gamescom. Wird halt wirklich Zeit, ne? Werde ich mir natürlich holen. Ey, die sollen jetzt mal wirklich reinhauen. Komm, die haben genug Geld gescheffelt. Die können da technisch, können die auf jeden Fall was Besseres hinzaubern jetzt. Weißt du, so großartig, die müssen ja nichts verändern generell an der Konsole so. Halt nur mehr Power bitte rein, das reicht mir. Und dass man natürlich seine Bibliothek mitnehmen kann, ne? Ja, meine ich ja halt, mehr Performance einfach. Ey, die sind so scheiße, aber meine Mates irgendwie sind nicht so gut. Ja, klar. Also, das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch legitim. Aber mittlerweile ist halt einfach jedes Smartphone einfach stärker als die Switch so.
und bietet halt mehr Auflösung, bessere Framerate, so. Kannst auf dem Handy einfach geschmeidiger zocken als auf der Switch, Mann. Weißt du, wie die rasieren würden, wenn die einen Nvidia-Chip drin haben, welches DLSS unterstützt, am besten DLSS 3 direkt, und dann rasierst du. Und dann rasierst du. Da ist es dann auch egal, irgendwie, ne, reicht ein Full HD LCD-Display, keine Ahnung. Obwohl, können sogar ein 4K-Display rein verbauen und dann einfach mit DLSS 3, ne? Schön Performance rausholen. Ja, eben, deshalb ja, dann können sie es nämlich machen. Mit der DLSS-Technologie. Schauen wir mal. Ach Junge, den kannst du nicht reinhauen, ehrlich. Muss einfach nur geradeaus durchfahren. Was soll denn das? Komm, schieß jetzt. Ja, von den Farben her, ne? Ich habe aber gehört, die wollen trotzdem auf ein LCD wieder. Weil sie später dann wahrscheinlich wieder eine OLED-Variante rausballern. Also so habe ich es mitbekommen. So. Jetzt mal. Moment, ich sehe den Chat nicht gerade. Ich probiere so wieder ein paar technische Sachen aus. Warum, weiß ich nicht, weil ich es kann. Ist im Rang abgestiegen, mach keinen Scheiß. Ja, war aber auch kein Wunder mit den Leuten. So, einen Moment, ich muss kurz noch was kontrollieren. Okay, Bullshit.
Was wir kopieren? So, jetzt bin ich aber fertig mit meinem Test. So, keine Abbrüche mehr. Was bin ich denn jetzt? Bin ich Silber gedroppt oder was? Nee, Gold 2. Bin Gold 2 gedroppt. Nett. Bei PlayStation muss es Update kopieren, nachdem es heruntergeladen ist. Achso, ja. Stimmt. Ach, du hast ja noch keine PS5, ne? Klar macht's dann da Sinn, auf die PS5 Pro zu warten, wenn die kommt. Und ich dachte, du willst von PS5 auf die Pro upgraden, Frames. Okay, verstehe ich. Ja, also einzige Konsole, die ich mir dann halt anschaffen werde, ist halt die nächste Switch. Ansonsten gebe ich nichts mehr aus. Und zu viel verballert. Für den Unsinn, was ich hier mache. Yes! Oh mein Gott! Was? 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 Als ob, Alter! Ja, das haben sie aber auch verdient jetzt. Das war nice. Die digitalen Spiele darfst du ja nur teilweise gegen Geld dann auf der PS5 spielen. Wenn die einen PS5-Upgrade hatten, Frames, dann musst du für den Upgrade einen 10er oder so zahlen. Maximum, glaube ich. Gibt aber halt auch sehr viele Spiele, die halt kostenlos geupgradet worden sind, ne? Also ich hatte bisher keine Probleme mit Frames. Ich habe ja fast alles digital. Und ich habe eine sehr große Bibliothek, allein durch die PS Plus Spiele, aber halt auch durch ein Premium. Aber bisher die Spiele, die ich auf CD hatte, die laufen auch super. GT 7. Ja, das kann sein, aber ne, da ist der Upgrade aber auch wahrscheinlich fein. Der Unterschied halt einfach von der PS4 zu PS5 Version.
Was war das denn noch? Irgendwas hat er auch noch, so ein Upgrade. Aber? Moment, Frames, Moment, Moment. Aber es gibt ja auch, zum Beispiel kannst du ja auch die PS4-Versionen starten, Frames. Das geht doch auch. Du musst ja nicht unbedingt die PS5-Version starten. Also du kannst da aussuchen, meine ich. Ich habe das schon sehr oft gesehen. Doch, doch, das geht. Im Premium Pass sehe ich das halt immer, dass die Spiele ihre PS4-Version anbieten und PS5-Version anbieten. Aber man könnte beide starten. Ja, ey. Das ist halt einfach scheiße gerade, was hier passiert. Jetzt ab in die Mitte. Oh shit. Wow. Ich bin todtraurig gerade. Julian, schlaf schön. Bis denn. Ja, 6 Sekunden, Alter. So, Frames, sollen wir mal probieren, ob das geht? Wen habe ich denn hier alles? Epic-Freund hinzufügen. Dann gib mal deine ID, dann add ich dich mal. Und dann schauen wir mal, ob das geht. Du akzeptierst keine Freundeseinladung. Du bist ja schlimmer als ich. Ich akzeptiere nämlich auch keine. Was machen wir nun? Oder vielleicht akzeptiere ich es ja. Guck mal da. TTV Born to be Done. Probier du mal. Ohne Schrägstrich, ne? TTV Born to be Done. Warum akzeptierst du aber keine Freunde? Was soll denn das? Was war das hier? Probier nochmal. Akzeptieren mache ich auch nicht. Wo stellt man das denn ein? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kontoverknüpfung. Da nicht. Warte mal.
Das ist ja Bullshit. Wie machen wir das jetzt? No Frames, ich weiß es gerade nicht. Bin gerade ein bisschen überfragt. Pass mal auf. Ich mache das mal anders. Ich starte Epic. Ich starte Epic und ich adde dich über Epic. Boah, wahrscheinlich gibt's da jetzt ein Update, ne? Mal sofort beenden. Oder du addest mich über Epic. Das ist meine Idee. Epic Launcher wird vorbereitet. Gucken wir mal. Ah ja, es gibt ein fucking Update. 14 GB Fortnite, Alter. Machen wir Pause hier. Jetzt nicht, Chef. Jetzt nicht. Die Engine möchte ich auch nicht. Gibt's kostenlose Spiele, wenn ich schon mal hier bin? Können wir vielleicht nochmal ganz schnell einen aktivieren. Kostenlos. Homeworld Remastered. Severed Steel. Komm, die hole ich mir mal kurz ab. Homeworld sagt mir was. Das war so Space RTS, glaube ich. Bestellung wird geladen. Ja. Stimme zu. Was ist das hell? So, weiter stöbern. Dann gab es dann noch eins. Severed Steel. Oh, 18 plus. Was ist das? Sieht aus wie so ein Action. Oh, das sieht sogar interessant aus. So, könnt ihr selber mal nachchecken. Spiel im Wert von knapp 55 Euro. Geschenkt. So, und jetzt. Da, Freunde. Plus. So, ich füge hinzu. Ein Fehler ist aufgetreten. Probier du mal bei mir Frames, bitte. Ah, hier, Digga. Ich hab's bei mir jetzt angemacht. Ne, du könntest mich jetzt adden, Frames. Das kann man im Chat machen. Ich probiere trotzdem mal nach dir zu suchen. Aber macht er nicht. Oh, mach du dann einfach, ne? Ich hab's bei mir aktiviert jetzt. Müsste dann auch gleich ankommen. So, ich starte das Spiel sogar neu, dass er das hier auch übernimmt. Ja, warte, ich starte das Spiel neu. Akzeptiert noch nicht. Wie? Ich hab's auf jeden Fall angemacht. Ich starte das Spiel auch neu. Vielleicht muss er das einfach aktualisieren. Das kann weg. Beenden. Ja, Exit bitte. Rocket League. Alright. So, jetzt kannst du es mal probieren. Dann gucken wir mal. Was ist ein Rocket Pass? Haben die jetzt auch oder was? Nee, komm, hör mal auf, ey. Samone gefällt mir eigentlich auch. Ich habe früher einen Hotshot gespielt.
Venom. Vulcan, was ist das denn? Nee, bleib bei dem. BTF, was ist das denn? Warum nehmen wir das? Markierung bleibt. Chat, aber du kannst mich doch jetzt adden Frames. Bei Epic, beim Epic Launcher unter Freundessymbol und dann bei dem Einstellungsrädchen. Kann doch nicht so schwer sein, dass wir uns jetzt irgendwie finden. Dann mach du mal, ich mach mal noch eine Runde. Gold 2. Auf geht's! So, weg da. Hey, was geht, Trizzy? Kein Boost. Oh. Don an Treasy. Ne, nicht Don an Treasy, sondern Don an Frames. Don an Frames. Wie läuft es? Sind wir weitergekommen? Warum denn nicht? Ach so, ich weiß nicht, ob du das über Konsole machen kannst. Aber das ist schon komisch. Aber warum kannst du mich denn nicht adden jetzt? Ich hab's doch aktiviert. Ich nehme doch jetzt Freundschaftsanfragen an. Ich bin jetzt wieder sozial für ein paar Minuten. Krass, oder? Schieß es doch einfach weg, Junge. Schön. Schön. Oh, schön. Das war nicht so schön. Oh nein.
Der ist drin. Er geht rein, oder? Jawohl. Okay, ich hab ihn. Alles klar, Mensch. Mach einfach mal. Sagst du Bescheid. So, weiter. Oh mein Gott. Wie geht nicht? Ich habe Epic gar nicht mehr an Frames. Warte, ich guck gleich.
Ich habe Rocket League neu gestartet. Und Epic hatte ich vorhin auch neu gestartet. Nachdem ich das umgestellt habe. Hast du es bei dir denn aktiviert jetzt auch? Dann add ich dich gleich nochmal. Alles klar, wir gucken gleich nach dem Match. Kriegen wir schon hin. Ja, das ist aber nicht das erste Mal, dass wir da so Probleme haben. Das ist in Rocket League schon mal öfter passiert. Nur weil ich die abgelenkt habe. Guck jetzt, guck. Ja, ja, mega. Ach, Mann. Oh. Hier sehen Sie, wie Sie Rocket League nicht spielen sollen. Ich zu viele Freunde, ich habe nur 7 oder so. Ich habe doch alles sauber gemacht. Schieß das Ding doch mal weg, Alter. Aber gerade gut Druck jetzt. Oh! Scheiße. Yeah.
Der eine heißt Optimus Penis, glaube ich. Guck mal, wo denn? Ja, Optimus Permis, nicht Optimus Penis. Habe ich nicht gesagt. Oh, schön. So, Spiel verlassen. Okay, also nochmal. Epic, epic, epic.